Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir haben in der letzten Folge ihn hier wieder reingepackt. Ich hoffe mal, dass der jetzt zum Essen geht. Und dann sollte sich auch das Sozialverhalten von den beiden verbessern. Rein theoretisch. Ist der gerade? Ja, scheint so. Oder auch nicht. Futter. Vor deiner Nase. Friss. Friss mehr. Komm, hopp. Rein damit. Nicht übel, gar nicht übel. Jawohl! Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnell, oh je, das geht ja weiter. Und es kann losgehen. Wo geht's denn jetzt hin? Oder beziehungsweise, wie das passiert jetzt? Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hin schnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Hm? What the fuck? Was gibt's denn alles? Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und sogar Frösche! Schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Boah. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ah. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten. Nein, nicht verletzt. Und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Ach, hey, jetzt ist er wohl verletzt. Okay, wie ist jetzt der Plan? Ach du Scheiße, das ist auch nochmal ein extra Handelsplatz. Ja, da habe ich euch schon hingeschickt. Bin gerade überfordert, warte mal. Muss ich jetzt hier rausgehen oder wie ist das jetzt? Planet zu beenden, zurück zum Hauptmenü. Fortfahren? Ich habe doch abgeschlossen, oder? Und jetzt... Arbeit hier nicht abgefahren. Und jetzt kommst du ins Spiel. Also rein theoretisch kann ich jetzt hier einfach zurück zum Hauptmenü, oder wie? Hä? Ich würde mal sagen, wir gehen zurück zum Hauptmenü, ja. Wir haben ja die Aufgabe abgeschlossen. Oder? So, irgendwie in der Art. Hm. Ah, das ist bald erhältlich. Also das gibt's doch gar nicht. Bedeutet, ich würde sagen, wir gehen in den Franchise-Modus. Yep. Franchise. Bei der Kommission mit dem Franchise-Server ist ja viel aufgeregt. Du kennst den Top-Menü zurück, was? Das ist jetzt nicht so gut. Komm, hopp doch einmal. Meine Zoos, ja, den Gold wurde in den Fall schon gemacht. Steam Workshop waren wir auch schon. Hm. Es ist, ich kann mich nach. Avatar IQ umsetzen. Ju, kann ich. Weil ich hätte es dann eher hier. Ja. Komm, Franchise Server. Kann es sein, dass die abgeschmiert sind oder so? Ich habe da irgendwie so das Gefühl, die sind abgeschmiert. Gehen wir mal fortfahren währenddessen. Dann tun wir diese Folge noch an dem Zoo ein bisschen rumbasteln. Würde ich mal sagen. Ich schau mal währenddessen, ob ich vielleicht irgendwas gucken kann. Google Lotus.
Es kann natürlich sein, dadurch, dass sie jetzt alle spielen wollen, dass die Server überlastet sind. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Ja, ja, das habe ich schon. Nein, ich hätte es speichern sollen. Dass du übliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Mich würde eher interessieren, wo sind die Frösche? Um zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Nämlich würde jetzt eher interessieren, wo zur Hölle sind denn die Tiere? Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Ah, wenn also etwas da ist ein nicht Punkt. Stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Da. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Was ist denn da drin? Bessere Frage, wo ist denn da was? Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Gibt es hier nicht eine andere Kameraansicht, sodass ich wirklich wie ein Fußgänger gehen kann? Hast du was gesehen? Gehen wir einmal hier durch schnell. Ich sehe hier nichts. Ich sehe kein Tier drin. Was soll da drin sein? Eine Spinne. Nur was müsste ich jetzt schon schreien, wenn ich eine Spinne sehe? Ist uns die Spinne zufällig ausgekommen? Wo ist denn diese Dreckspinne? Ich will die sehen. Wo ist denn da eine Spinne? Hä? Seht ihr sie? Bin gleich gerade zu blöd, eine Spinne zu finden. Oder ist die vielleicht in einem Versteck drin? Ich werde mich doch so sicher gleich erschrecken, wenn ich da mich umgucke. Hä? Also wenn es gefallen die Frage, wir sollen da eine Spinne haben, aber ich finde die Spinne nicht. Warte mal, Zoo? Tiere? Wo ist denn diese scheiß Spinne wieder gewesen? So. Ich sehe das Drecksviech nicht, wo ist das? Ich würde mich jetzt schon wieder im Zoo aufregen, dass ich das Viech nicht sehe. Okay, hier drüben sollte ein Frosch drin sein, oder? Genau, ein Pfeilgriffsfrosch. Sind die uns ausgekommen? Well, da ist sie. Kamera. Oh Gott, die! Bewegt die sich auch oder sitzt sie da bloß so rum? Ah, die bewegt sich weg da. Ich mag den Frosch sehen. Ne, wo ist der Frosch? Zeig mir, wo der Frosch ist. Alter, da. Der hat so ein Riesengehege, dieses kleine Fröschlein. Ich kann da nicht mal weiter reinzoomen irgendwie. Der ist so klein, den siehst du nicht mal. What the fuck? Oder kann es jetzt wirklich gewesen sein, dass mein Mausrad wieder gängig hat? Aber weiter als so darf ich auch nicht reinzoomen. Da drin ist der Frosch. Man sieht ihn ganz leicht. Oh. Das ist ganz komisch. Okay, was haben wir denn noch so Interessantes in diesem Zoo eigentlich drin? Was wir davor noch nicht angeschaut haben. Pfauen haben wir schon. Spinnen, Warzenschweine, Schildkröten.
Schildkröten, cool. Aber schlecht schaut die auch nicht aus. Die schaut echt nicht schlecht aus. Die schaut echt geil aus. Die mag ich hier nicht. Ein stabiler Rückzugsort. Das heißt, jetzt können wir doch eigentlich mal ausprobieren, wie das ist, sowas zu bauen. Dann müssen wir doch hinunter bauen gehen, oder? Und dann ein Gebäude. Und dann habe ich hier Einzelteile umgebeutet. Was zum Feck? Gehege? Mittlerer, großer, kleiner. Ein bisschen zu groß für dieses Gehege, oder? Okay, oder auch nicht. Das ist interessant. Was ist denn das? Wo bin ich denn da gelandet? Warte mal, da gehe ich jetzt mal rein. Ach, das ist der Bahnhof. Warte, wir fahren mal der Schiene lang und schauen, ob wo der ist. Zug, Zug. Also es gibt hier einen Zug. Und wie schaut das? Die andere Frage. Da ist er! Wo geht's denn da hin? Ah! Was? Oha! Geil versteckt. Das ist auch nicht schlecht. Ganz, ganz vorsichtig drüber. Station geöffnet. Pup, pup. Länge über den Kilometer. Freifahrt. Oh, guck mal. Ich sitz vorne. Also die Grafik ist gerade noch so ein bisschen instabil, habe ich das Gefühl. Man sieht sehr viel Ecken und Kanten, aber okay. Will man dem Spiel mal vergönnen gerade. Es ist ja in der Beta. Jetzt will ich ja trotzdem mal rausschauen. Ich würde echt gerne zurück zum Hauptmenü. Ja. In ein Szenario reingehen. Ich kann doch bitte mein Szenario machen, oder? Warum braucht das Spiel dazu Zugriff auf den Online-Server? Hier, Franchise will ich bitte machen. Ich komme zu Franchise-Server, ist auf Fehler aufgetreten. Du kehrst nun ins Hauptmenü zurück. Und zu Nari gibt es auch kein weiteres. Du musst mindestens einen grünen Stern vor ein Level bekommen haben, um dieses freizuschalten. Aber die sind erst bald erhältlich. Okay, vollverständlich auch. Aber was rum zum Fick das hier? Naja, okay, dann war es das für diese Aufnahme. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hoffentlich das Franchise spielen können. Also, bis dann. Ciao. Changes.